Hi liebe Cats und herzlich willkommen zu diesem Video. Was wäre eigentlich, wenn die Sailor-Krieger in der Pokémon-Welt leben würden und Trainer wären? Welche Pokémon wären jeweils in ihren Teams? Diese Frage habe ich mich gestellt und aus Spaß für jeden Charakter ein Pokémon-Team erstellt. Und die werde ich euch heute zeigen. Viel Spaß! Fangen wir an mit Usagis Team. Das erste Pokémon ist ein Lunastein, das Mond-Pokémon. Warum ist ja offensichtlich. Dann ein Haspiroa, denn ihr Name Usagi bedeutet ja Hase und sie hat ja zum Beispiel viele Sachen mit Hasen drauf. Zum Beispiel auf ihrer Bettwäsche, mit der sie ja viel Zeit verbringt. Unsere Usagi liebt ja Schlafen und auch Essen, genau wie ihr nächstes Pokémon, Relaxo. Was könnte passender sein? Stellvertretend für Luna hat Usagi einen Nachtara in ihrem Team, denn es sieht ähnlich aus und die Nacht gehört ja auch irgendwie zum Mond. Um ein bisschen Rosa reinzubringen, was ja auch zu Sailor Moon passt, ist das fünfte Pokémon ein Pipi. Und auch das passt zum Mond, denn Pipi tanzen bei Vollmond und speichern Mondlicht. Es gibt aber noch ein weiteres Mond-Pokémon, nämlich Lunala. Ja, auch das legendäre Pokémon aus Pokémon Mond musste in Usagis Team. Und damit machen wir mit Ami weiter. Ihr erstes Pokémon ist Lapras. Es ist nicht nur ein Wasser-Pokémon, ihm wird auch eine hohe Intelligenz zugeschrieben. Damit ist es sehr geeignet für das Genie Ami. Als nächstes haben wir noch ein Wasser-Pokémon, nämlich Azumarill. Es ist recht klassisch und süß. Und ich sag's euch gleich, jeder in Essentia hat eine Evolution, denn alle wurden von einer Katze erweckt. Ja, die Evolutionen sind nur zum Teil Katzen, aber hey, ist doch eine gute Idee. Bei Ami ist es aber nicht Aquana, sondern Glaciola. Da Ami auch Eiskräfte hat, wollte ich ihr ein Eis-Pokémon geben. Das nächste Pokémon ist ein Janera, das Pokémon von Schwester Joy, das andere heilt. Passend, da Ami ja Ärztin werden möchte. Noch einmal ihre Intelligenz hebt Porygon hervor, das ganz aus Computerdaten besteht. Und Mercury liebt ja Computer. Ihr letztes Pokémon ist legendär, nämlich das elegante Suicune. Ich fand es irgendwie passend. Fangen wir an mit Rays Pokémon. Zunächst hat sie ein Vulnona, ein schönes klassisches Feuer-Pokémon, das ihr bestimmt gefallen würde. Ebenso wie Flamara, die Evolution in ihrem Team. Gefolgt von Simsala, einem Psycho-Pokémon. Hätte wegen des hohen IQs auch zu Ami gepasst, aber ich wollte es bei Ray haben. Gerade in der Mega-Entwicklung sieht es ja sehr spirituell aus, was ja zu Mars passt. Wahrscheinlich nicht gerechnet habt ihr mit Silvaro, einem Pflanzenstarter. Der hat in der letzten Entwicklung aber Pfeil und Bogen, genau wie Mars bei ihrer Flame-Sniper-Attacke. Und die letzten beiden Pokémon in ihrem Team gehören zusammen, Lavados und Fiaro, zwei Feuervögel. Nicht nur das Element stimmt, Ray hat ja mit Phobos und Deimos ihren Raben auch zwei Vögel. Weiter geht es mit Makoto. Wir beginnen wieder klassisch natürlich mit einem Elektro-Pokémon, nämlich Pikachu. Und wie Ray hat sie auch eine Evolution passend zum Element, Blitzer. Aber dem Planeten Jupiter wird in Japan ein ganz anderes Element zugeschrieben, Holz. Das spiegelt sich auch in Makotos Liebe für Pflanzen und manchen ihrer Attacken wieder. Stellvertretend dafür hat sie ein Roselia im Team. Passt ja auch zu ihrem Rosenohrring. Wenn es nicht gerade Blitze oder Pflanzen sind, kämpft Makoto auch gerne mal mit Körpereinsatz. Deshalb durfte ein Kampf-Pokémon nicht fehlen. Lucario, ziemlich cool. Als nächstes noch ein Pflanzen-Pokémon, nämlich Meganee, ein Starter und damit recht klassisch. Und als letztes befindet sich in Makotos Team wieder ein legendäres Pokémon, nämlich Zekrom. Es ist erstens Elektro und zweitens ein Drache. Und das passt, denn Jupiter hat im 90er Anime die Attacke Supreme Thunder Dragon. Ich dachte mir, da ist Zekrom dann ganz cool. Und die anderen haben, wie ihr merkt, auch ein legendäres Pokémon. Bei Venus wird es schon interessanter, da sie kein richtiges Element im Anime hat. Was ich daraus gemacht habe, seht ihr jetzt. Ich sag es euch gleich, es haben sich einige Feen-Pokémon eingeschlichen, denn ich finde, das passt irgendwie zu Minako. So auch das erste Pokémon, Pummeluff. Hier war aber natürlich nicht der Feentyp ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass es, wie Minako, oft singt. Was fällt einem zu Venus sonst so ein? Klar, Kriegerin der Liebe und Schönheit. Dazu passend sind die nächsten beiden Pokémon Libiscus und Milotic. Einmal ein Herz-Pokémon und das Pokémon, das als das Schönste der Welt gilt. Weil ich keine andere Evolution passend fand, ist es hier Filinara geworden. Das nächste hat wieder was mit Singen zu tun. Meloetta, ein mysteriöses Pokémon, das eine Gesangsform hat. Ihr letztes ist nicht offiziell legendär, aber ebenfalls mysteriös.
Megiana. Es ist auch Fee und Stahl. Ich wollte ein Stahl-Pokémon, denn in Japan wird dem Planeten das Element Metall zugeordnet. Und damit kommen wir zu den Outer Senshi, angefangen bei Haruka. Ihr erstes Pokémon ist ein Tauboss, ein klassisches Flug-Pokémon. Denn Uranus ist ja die Kriegerin des Windes und Himmels. Auch das nächste Pokémon hat den Typ Flug und ist gleich mal legendär. Lugia. Es hat zwar was mit dem Ozean zu tun, aber das zeigt gleich mal die Verbundenheit zu Michiru. Das nächste Pokémon ist Grammokles, das Schwert-Pokémon, natürlich weil Uranus selber ein Schwert hat. Weiter geht es mit Flug, Altaria. Ich finde es schön und mit den Wolkenflügeln passt es doch zur Kriegerin des Himmels, oder? In eine ganz andere Richtung geht das vorletzte Pokémon, Rotom. Warum dieser Elektro-Geist-Typ? Weil es rückwärts gelesen Motor heißt und Haruka Motorsport liebt. Und zu guter Letzt Latios. Zwar kein Flugtyp, aber es fliegt. Warum ich es ausgewählt habe, seht ihr bei Michiru. Hier starten wir nämlich mit dem Gegenstück Latias. Ich wollte den beiden etwas geben, das sie verbindet. Ich hätte an Nidoran männlich und weiblich gedacht oder an Plusl und Minun, aber am besten passen meiner Meinung nach Latias und Latios, da sie fliegen. Und somit hat Michiru mit dem fliegenden Drachen noch eine Verbindung zu Haruka, ähnlich wie was mit Lugia. Weiter geht es mit Aquana. Michiru ist zwar keine Inner Senshi, aber es war ein passendes Wasser-Pokémon. Dann besitzt Neptun ein Farbigel, warum ist klar, Michiru malt gern. Für die Violine habe ich jetzt nichts gefunden, nur Plaudergei. Das wird ja zumindest ein bisschen mit Musik verbunden. Ansonsten hat sie noch Primarine, ein Wasserstarter. Es ist elegant wie Michiru und das Sirenenmotiv ist auch nicht unpassend. Und zu guter Letzt das legendäre Kyogre. Also wenn das nicht für das Meer steht, dann weiß ich auch nicht. Bei Setsuna wurde es schwierig. Gibt es Pokémon, die was mit Zeit zu tun haben? Ja, eins davon ist Celebi, ein mysteriöses Pokémon, das durch die Zeit reisen kann. Passt natürlich zur Kriegerin der Zeit. Als nächstes hätten wir den Schlüsselbund Clavion. Pluto hat schließlich einen Raumzeitschlüssel und ist die Wächterin beim Tor und damit die einzige, die es öffnen und schließen kann. Dafür benutzt sie einen Garnet-Orb, der ein rotes Juwel enthält. Genauso wie die Mega-Entwicklung von Zubiris eins hat, weshalb es auch im Team ist. Aber Pluto ist nicht nur die Kriegerin der Zeit, sondern auch der Unterwelt. Deshalb ist auch Hundämon mit dabei, der hat nämlich was von einem Höllenhund. Alles naheliegend, aber auf Matrifol wäre bestimmt keiner gekommen. Es macht sich seine Kleidung ja aus Blättern selber und das passt auch zu Setsuna, die ja Designerin werden möchte. Das letzte Pokémon ist offensichtlich Dialga, das legendäre Pokémon, das die Zeit kontrollieren kann. Was könnte passender sein? Die letzte Senshi, Hotaru. Es fängt mit zwei legendären Pokémon an, Xerneas und Yveltal. Sie symbolisieren jeweils Leben und Tod. Saturn steht für beides, für Tod und Zerstörung, aber auch für Wiedergeburt und Neuanfang. Weiter geht es mit Darkrai, dem Albtraum-Pokémon. Es ist ziemlich missverstanden und oft allein, ähnlich wie Hotaru. Jeder meidet Darkrai wegen den Albträumen und auch Sailor Saturn ist mit den Weltuntergangskräften immer ein ungebetener Gast, wie sie selber sagt. Als nächstes hat sie einen Lichtel, denn sie sammelt ja Lampen und auch ihr Name, der Glühwürmchen bedeutet, symbolisiert Licht. Der Geisttyp passt auch zu ihr. Als vorletztes besitzt sie einen Sichlor, denn ihre eigene Waffe ist ebenfalls eine Sichel. Hotarus letztes Pokémon ist Mimikma, ebenfalls ein einsames Pokémon, das sich versteckt, aber eigentlich nichts mehr will als Freunde. Auch Mimikma ist vom Typ Geist und damit passend. Und als Bonus habe ich noch eins zu Tuxedo Mask erstellt. Das offensichtliche zuerst. Rosa Rade. Das muss ich jetzt nicht erklären. Ebenso wenig wie Maske Regen, denn es steckt schon im Namen. Dann hat er einen Rokara, stellvertretend für die vier Generäle, die ja eigentlich seine Leibgarde sind und nach Mineralien benannt sind. Um ihn ein bisschen zu verarschen, habe ich ihm auch einen Carpador gegeben, weil er im Anime nicht viel konnte. Sorry Mamoru. Aber hey, Shiny Carpador ist golden, was zu seinem goldenen Kristall passt. Dann Galagladi, die männliche Form sozusagen vom Beschützer-Pokémon Gardevoir. In der Megaform hat es sogar einen Umhang. Und zu guter Letzt, um die Verbindung zu Usagi zu symbolisieren, das legendäre Solgaleo. Und ganz unpassend ist es auch nicht, denn Mamorus Sternzeichen ist Löwe und das Goldene der Sonne passt auch wieder. Welche Pokémon würdet ihr den Senshi geben? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.